Mein Name ist Christian Bettinger, ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und lebe mit meiner Frau und unseren zum Teil schon erwachsenen Kindern in Pfersee. Ich bin beruflich in München als Softwareingenieur bei der Firma Rode & Schwarz tätig und verdiene da meine Brötchen. Und in meiner wenigen Freizeit bin ich für die ÖDP tätig, zum einen als Vorsitzender hier in Augsburg und zum anderen zurzeit eben auch als OB-Kandidat. Augsburg ist für mich eine sehr spannende Mischung aus Großstadt einerseits und mehr dörflichem Charakter andererseits. Zum einen das gute Angebot an Kunst und Kultur, an Leben allgemein, an Wirtschaft, an Gastronomie und auf der anderen Seite diesen dörflichen Charakter in den Stadtteilen, wo doch jeder jeden kennt und wo man miteinander eben auch gut umgehen kann. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die ich als Wahl-Augsburger jetzt in 20 Jahren gemacht habe und deswegen bin ich auch immer noch da. Ja, ich bin kein Einzelkämpfer, das heißt, ich bin im Team tätig mit den anderen von der ÖDP und wir haben in der Vergangenheit bei vielen Themen versucht, unsere Vorstellungen umzusetzen. Ich denke da zum Beispiel an die Wolfzarnau mit dem Kleinkraftwerk dort, wo wir uns also sehr stark gemacht haben, oder bei der Untertunnelung vom Hauptbahnhof, wo wir uns eben auch in der Richtung betätigt haben. Und ich denke, auf der Ebene werden wir weiterarbeiten, nach unseren Möglichkeiten im Team miteinander. Wir müssen unsere Entscheidungen heute ja rechtfertigen vor den Generationen von morgen. Und das heißt für mich, wir müssen nachhaltig arbeiten. Deshalb wird es mit der ÖDP keine Neuverschuldung der Stadt Augsburg geben. Und wir werden ganz massiv die Energiewende vor Ort vorantreiben. Und ich denke da vor allem an Projekte zur Speicherung von solargewonnenem Strom, wo wir also dringend Nachholbedarf hier vor Ort haben. In meinem Beruf bin ich es tagtäglich gewohnt, für komplexe Probleme tragfähige Lösungen zu erarbeiten und das Ganze auch noch im Team, sodass ich also für Augsburg genau dasselbe vorhätte, mit allen Fraktionen im Stadtrat zusammen an den anstehenden Problemen arbeiten und eben zukunftsfähige Lösungen für Augsburg erarbeiten.